Bisschen mehr benehmen, nur. Jetzt auch noch ein Datenkern. Da kann ich aber flüchtig reinschauen. Aber hier ist nichts weiter. Okay, dann geht zurück in die Tiefe, weil ich glaube, da unten war ich noch gar nicht. Ich habe einige Sachen echt übersehen, weil ich weiß nicht warum. Ja, aber dadurch, dass ich keine Karte habe. Dadurch, dass ich keine Karte habe, verfehlt mir einiges. Erstmal wieder bei Kristallen. Okay. Ein Alien-Tor würde mir natürlich mehr gefallen. Okay. Hier ist eine riesengroße Halle darunter. Das geht sogar noch tiefer hier, wenn man noch tiefer reingeht. Hoi. Möchte gar nicht wissen, erstmal ob ich überhaupt wieder rauskomme, das möchte ich gerne wissen, aber ich möchte gar nicht wissen, wo ich hier hinkomme. Weil hier geht es ja noch tiefer, wie man hier sieht. Die grüne Kloake. So. So, machen wir mal hier rüber weiter. Obwohl, war nicht hier etwas? Wir gucken mal. Ich bin jetzt hier. In der Theorie kann ich jetzt mal hier runter. Mal gucken. Die Augen aufhalten. Aber ich bin jetzt hier am Ende. Wenn ich jetzt nach oben gehe, dann heißt es, ich kann hier lang schwimmen. Genau, da hoch. Da lang. Und da geht es auch noch weiter. Hier geht es irgendwie in die Richtung, geht es hoch. Von da hinten komme ich und in die Richtung will ich ja. Das macht quasi so einen kleinen Knick nach rechts. Nebenbei schaue ich mal auf den Meeresboden, ob da nicht irgendwo so ein Erbauer-Artefakt ist, so ein antiker Artefakt. Das lehnt sich echt an Stargate an das Spiel. Tore, Grappelfischer und Erbauer. Die Erbauer haben die Replikatoren gebaut und die Stargates gebaut. So. Jetzt muss ich gucken, wo bin ich denn jetzt? Da.
Ich muss da lang, okay. Um hier wieder rauszukommen, sonst macht das ja alles keinen Sinn und Zweck. Ja, ich habe in der Zwischenzeit einen Alien-Außenposten gefunden, allerdings kein Tor. Was ich schade finde. Immer nur diese komischen Ionsteine mit irgendwelchen, ja, Probedingern und so weiter. So, wo bin ich denn jetzt? Ich muss noch ein bisschen hoch und da lang. Oh, das war ein Bug im Spiel. Immer noch. Dahin muss ich. Das Spiel hat schon einiges an Leistung. Bin gespannt. Ich werde dann 9 Stunden schneiden. Also 9 Stunden Spiel. Oder 10 Stunden. Angeblich ist soll die Story, wie ich erfahren habe, nur 2 Stunden bei dem Spiel sein, das restliche ist erkunden. So, jetzt muss ich irgendwie wieder rauskommen. Das wäre natürlich schön, oder? Da lang oder da lang. So, da geht's definitiv schon mal hoch. In der Zeit können wir ja hier noch ein bisschen erforschen. Ja, sieht doch schon mal gut aus. Jetzt sind wir wieder an der Oberfläche. Okay, das ist ein komplettes Grabengebiet hier. Ich muss sagen, das Ding sieht lustig aus. Ja, das war das Teil, was es so runtergezeigt hat. Wo ich hier drinnen war. Ich glaube, hier bin ich auch schon lang geschwommen. Ah, nee, hier nicht. Das war es, glaube ich, dann doch nicht. Nee, aber hier kann man eventuell rein. Ich mache das jetzt mal aus. Ich gucke mir jetzt mal soweit an, ob man hier irgendwie rein kann. Das wäre natürlich ja praktisch. Warning, passing 100 meters. Omega. Oxygen efficiency decreased. Okay. Das war es, Mann, das war das Teil mit dem Hohlraum. In Omega war ich schon drinnen gewesen in der Station. Aber hier war auch so ein Alien-Schlauch dran. Hey, kann man so reinschwimmen in diese kleinen Dinger, da selbst da drin, da war, ja, gedeiht das Leben. Hier unten ist alles voll begraben. Wenn man das so sieht. Hier ist ein Riesenloch.